Hallo allerseits. Kleine Videoantwort für Stony und Solly War. Der Stony hatte sich aufgeregt, dass ja, über diese Finger-Trolls. Und ich muss ihm leider recht geben. Und zwar unumwunden zu 95%. Ja, er sagt, es ist absolut unnötig, solche Finger-Trolls an Messern zu haben. Denn man verschenkt damit etwas von der Schneide. Und das ist zum Beispiel bei dem Butt Turn sehr gut zu sehen. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, bis hierhin die Schneide laufen zu lassen und statt des Vorgriffs da, weil da hätte man nur noch, sagen wir mal, einen halben Zentimeter gehabt, der nicht mehr gepasst hätte. Und allein, sag mal, durch kontrollierte Schnitte man ja eher durch den Daumen durchführt. Da geht fast ein ganzer Zentimeter an Schneidfläche verloren, oder ich sage dazu Nutzfläche. Und das ist eigentlich irgendwo schade. Ich habe auch das Video vom Solly War gesehen. Kann dem auch zum Teil folgen, aber na, die Argumentation vom Stony, die war für mich schon schlüssiger, zumal ich das selber so sehe und mich das ja auch ärgert, denn je kleiner die Schneidfläche ist, desto mehr wird die geringere Fläche, die dann übrig bleibt, abgenutzt und ich brauche keinen Vorgriff, wenn die Schneide bis hierhin geht. Jetzt mag das natürlich daran liegen, wie das durch das ja, wie so wie das Messer gebaut ist und ob das hinten an den Stop-Pin anschlägt. Das mag daran liegen, muss aber nicht unbedingt, weil den Stop-Pin kann man auch woanders anbringen. Und gerade hier beim Bird Turn macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Überlegt mal, wie viel Schneidfläche hier weggeht. Und es wäre so ein viel geileres Messer ohne diesen Scheuel. Und ich liebe das Bird Turn wirklich. Dann zeige ich mal ein anderes. Das ist hier das Böker Swan. Wozu brauche ich denn bei diesem Messer ein Scheuel? Es ist doch, ist nicht nötig. Nötiger hätte ich es gefunden, wenn sie hinten ein Jumping angebracht hätten, aber der Choil ist unnötig. Wie gesagt, ich sage, man kontrolliert durch den Daumen die Schnitte, nicht durch den Vorgriff. Ja? Und wie viel mehr Schneide hätte ich gehabt, wenn hier gerade beim Swan, wie viel Schneide hätte ich mehr gehabt? 1,5 Zentimeter? Boah. Das ist verschenkte Nutzfläche, so sag ich. Oder der Sassard Flipper. Wozu muss man denn hier so eine Schleifkerbe anbringen? Liegt es am Stop-Pin? Ich glaube nicht. Denn hier ist ja keiner. No? Das ist verschenkter Platz. Übrigens, falls das jemand sehen will, das Review dazu, mache ich das gern. Dann nehme ich mal hier ein Messer, das Enlan EL02. Da weiß ich jetzt nicht genau, ich habe es erst seit ein paar Tagen. Da ist es durchaus wirklich sinnvoll, weil an der Schleifkerbe ist auch der Stop-Pin. Also der hier durch den Axis Lock. Geht auch sehr schwer. Da ist es halt, ja, durch den Axis Lock bedingt. Dann habe ich hier noch das altbekannte Sanremo 710 in der neuen Version, die ich jetzt mir gekauft habe. Das Stonewash finde ich. Da habe ich das auch. Warum ist hier dieser Zoll? Jetzt gucke ich mal.
Das liegt am Stop-Pin. Ja. Also manchmal ist der ein Joil ist das hier. Das hier ist die Schleifkerbe, die das Messer dazu bringt, am Stop-Pin anzuschlagen. Da ist es einfach nötig. Aber bei solchen Messern eben nicht. Ja. Ein Fingerjoil für den Vorgriff ist meiner Meinung nach absolut unnötig. Und hier eine Schleifkerbe. Ich sehe da einen Unterschied. Joil oder Schleifkerbe. Nicht nötig, ist nötig. Halt bautechnisch bedingt. Und da gebe ich also Stony und Soli irgendwo recht. Schleifkerbe ist nötig durch für den Stop-Pin. Und der Fingerjoil für den Vorgriff ist nicht nötig. Absolut nicht. Jedes Messer. Gut, jetzt packe ich mal ein Messer aus, da werden mich die Leute wieder für hassen. Das hier ist ein Fake-Sebenza. Habe ich bekommen durch meine 1-Euro-Messer-Tauschaktion. Guck mal hier. Hätte man da nicht noch ein bisschen mehr, einen halben Zentimeter mehr Schneidfläche gehabt, dann klappe ich das zusammen und sehe, dass hinten die Schleifkerbe benötigt wird für den Stop-Pin. Also da, klar, es sähe schon besser aus. Also wenn es ein echtes Sebenza wäre, Entschuldigung. Ich stehe zu meinen Fakes. Da kann man halt einfach nichts machen. Und den Stop-Pin, den braucht man in dem Fall. Ja. Ich kann, sag mal, gerade bei einer offenen Konstruktion wie bei der, weil sonst nämlich die Klinge am vorderen Teil hier in die hier anschlagen würde und wird damit die Klinge beschädigen. Also Stop-Pin bedingte Schleifkerbe ist nun mal ein Muss, aber ein Fingerjoil absolut nicht. Jetzt hole ich mal aus meinem Maxpedition noch ein Fake-Sip. Kriege ich wieder einen auf die Fresse, weil ich hatte das mal als echtes Sebenza vorgestellt, aber wie sich dann rausstellt, das ist ja keins. Entschuldigung, wenn ich das so zeige, aber war nicht mein Fehler. Dann habe ich hier das Manx 2 Lightweight. Fingerjoil. Wofür? Man hätte auch von hier oben schräg runter weiterlaufen können, lassen können. Denn dadurch, dass der ist ja kein Access Lock, ist ja ein Ball Bearing Lock, ist es nicht nötig, hier einen Joil anzubringen. Wie ich immer wieder sage, die feineren Arbeiten werden durch den Daumen ausgeführt, durch den Druck auf den Daumen, nicht hierdurch. Das ist Unsinn, das ist Mumpitz. Aber bei Spyderco ist es vielleicht auch bedingt, dass sie ihren Schriftzug aufbringen können. Also, ich liebe das Messer. Dann hole ich mir mal mein CentoFan T3. Hier, Schleifkerbe. Bedingt durch. Was? Ist halt nur, ja, vielleicht ein Designtöter. Aber wäre auch nicht nötig gewesen, weil irgendwie macht es das Messer etwas hässlich. Obwohl es eins der besten EDC-Messer, die man haben kann. Was hätte ich denn dann noch im Angebot? Mal gucken hier. Das Delica 4. Warum das? Warum nicht bis zum Schluss durchführen? Nach hinten gehend. Von oben nach hinten gehend die Schneide durchziehen. Warum denn das hier? Es gibt auch hier nur einen Grund, Design. Ja. Ja, das war's. Also ich gebe Stony absolut recht. Es ist schon nervig, die Choils.
Also da gebe ich ihm recht. Die Trolls sind, na, unnötig. Aber in vielen Punkten sind diese Schleifkerben einfach nötig, bautechnisch bedingt durch den Stop-Pin. So, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich denke, beide haben ihren Platz, also Choll, nicht Choll, nee, beide haben ihren Platz, also ihre Meinung, Stroni und Soli. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, madet jod und schwenkt rot.